Hallo, möchte alle Fans vom Bus- und Kabelcar-Simulator begrüßen und euch mitteilen, dass ich meinen Fehler korrigiert habe und jetzt eine funktionierende Map auf SkyDrive hochgeladen habe. Und zwar machst du meine Seite nochmal auf, Sport und Spiel AT. So, da klickst du dann auf Bus- und Kabelcar-Simulator. Und da steht jetzt neu erstellt am 4.8.2012 und unter dabei ist dann der Link und ich habe die Map-ID OK, habe ich die benannt, die was ich hochgeladen habe. Den Link klickst du dann an, dann kommt es auf SkyDrive und lohnt euch die runter da und alles ist in Ordnung und es gibt keine Probleme mehr.